Hi Leute und herzlich willkommen. Ja, wir sind wieder unterwegs. Jetzt waren wir doch ein paar Wochen zu Hause und irgendwie haben wir es nicht ausgehalten. Wir sind wieder unterwegs und diesmal geht's nach Italien. Also, wenn ihr wieder dabei sein wollt, bei dem, was wir alle so erleben, dann ja, dürft ihr gerne zuschauen. Und an alle die, die mich vielleicht noch nicht abonniert haben, an der Stelle mal wieder... Wir sind hier mit Mopeds unterwegs, die üben Wheelies. Also an alle die, die mich noch nicht abonniert haben, macht's doch gerne und dann verpasst ihr nämlich auch die Videos nicht. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Ja Leute, was ein Kontrastprogramm. Vor ein paar Wochen noch in Spanien, jetzt eben gerade, ihr seht es im Hintergrund hier auf den Bergen, Schnee. Ich habe eben gerade gesagt, wir sind auf dem Weg nach Italien, sind aber im Moment gerade in Österreich. Wir sind jetzt über einen Fernpass gefahren und wollen jetzt noch einen Kaffee trinken. Und da lag noch schön am Rand der Schnee, also ich sage ja, absolutes Kontrastprogramm. Gut. Wie gesagt, wir trinken jetzt einen Kaffee, aber ich muss euch vorher noch was erzählen. Kommt mal mit. Und zwar wären wir eigentlich schon vor 2 Tagen losgefahren, aber Leute, es ist ja immer irgendwas. Ich sag ja normalerweise, wenn du so zum Camping fährst, ist es so ein bisschen immer Abenteuer. Ne? Kurz die Geschichte dazu. Wir wollten vor 2 Tagen losfahren. Ich starte das Fahrzeug, mein Reisemobil, bin noch keine paar hundert Meter gefahren. Motorkontrollleuchte an und im Display bitte Motor kontrollieren lassen. Was war es gewesen? Ich habe mir es dann schon gedacht, aber ich zeige es euch mal kurz. Ich mache mal kurz den Motorhub auf. Und ich habe mir es ja wirklich nämlich fast schon gedacht, weil wir bei uns natürlich auch den einen oder anderen Marder haben, der so ein bisschen rumläuft. Da habe ich natürlich gleich an Marderbiss gedacht. Und ich zeige es euch mal gerade. Jetzt ist es natürlich schon repariert, sonst wären wir ja nicht unterwegs. Hier an diesem Kabel, also ne, da ist jetzt schon schick repariert. Da habe ich gleich gesehen, da war das Kabel also richtig so, also diese Ummantelung richtig zerfetzt gewesen. Und es ist so ein Strang mit 6, 8 einzelnen Drähten und 2 waren davon auf jeden Fall durchgebissen. Leute, was soll ich euch sagen? War natürlich klar, an dem Tag konnten wir nicht mehr in Urlaub fahren. Ich bin dann gleich zurück und habe dann die 2 Kabel, die Kabelenden natürlich dann abisoliert, habe die gelötet, habe mir mein Sohn noch dabei assistiert, ne, schön die Kabel gehalten und ich habe noch zu ihm gesagt, pass auf, wahrscheinlich wird es so sein, selbst wenn ich die jetzt sauber wieder löte und so, der Fehler ist ja im Fehlerspeicher und dann wird der Fehler trotzdem angezeigt, trotzdem Motorkontrollleuchte an. Leute, so war es dann gewesen. Ja, dann hieß es natürlich am nächsten Tag zum Fiat-Service, Fehlerspeicher auslesen. Ach so, stimmt, genau, muss ich jetzt auch noch sagen. Ich hatte natürlich so ein Diagnosegerät, aber nicht für dieses Fahrzeug. Ich habe es da mal dran gehängt. Fiat, weiß nicht, ob die da so speziell sind. Also, es konnte sich mit dem nicht verbinden. Also, Fiat-Service gefahren. Die haben dann jetzt den Fehler ausgelesen, Fehler gelöscht. Und ja, jetzt geht's. Also wie gesagt, Marderschaden. Leute, ich nehm halt so alles mit, was so geht. Ja, zumindest hat es mir dann am Ende nach der Fehlerdiagnose bestätigt. Ich habe die Drähte gelötet, habe dann so einen Schrumpfschlauch drum gemacht. Das ganze Band, den kaputten Schlauch, dann auch wieder mit so einem speziellen Band, was selbst verschweißend ist, dann nochmal abgedichtet. Und, was ihr vorhin vielleicht gesehen habt, dann noch so mal so einen Weltschlauch drüber gemacht. Ob der natürlich hilft, dass der Marder nicht nochmal reinbeißt, ich weiß es nicht. Aber gut, ja, jetzt trinken wir erstmal einen Kaffee und dann fahren wir noch ein Stückchen. Weil ich weiß nicht, ich gucke gerade mal hinter die Kamerafrau. Weiß nicht, ob wir heute noch nach Italien über die Grenze kommen. Sie nickt, also wir kommen. Gut, lasst uns einen Kaffee trinken. Und währenddessen ich jetzt das Wasser aufsetze, stehen ja jetzt gerade hier einfach so auf dem Parkplatz. Das heißt, ohne 220 Volt Anschluss. Mal kurz die Frage, sag mal, wie macht ihr das eigentlich? So mit Thema Kaffee, wenn ihr nicht am Landstrom hängt? Weil, ich sag mal, jetzt bleibt natürlich nur die Möglichkeit hier mit löslichem Kaffee. Aber viele
sagen ja so, ja gut, lösliche Kaffee, also wenn, da möchte ich einen anständigen Kaffee. Ich weiß es nicht, aber es gibt ja keine andere Möglichkeit. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht. Also bei uns gibt es jetzt unterwegs oder wenn wir irgendwo freistehen, gibt es dann auch mal einen löslichen Kaffee. Und ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich eigentlich zu Hause einen Kaffeevollautomat habe und ich möchte jetzt nicht sagen verwöhnt bin, aber natürlich trotzdem behaupten würde, ich trinke gern einen guten Kaffee. Mir schmeckt es dann eigentlich, vielleicht gehört es auch zum Camping dazu, ich weiß es nicht. Und wenn ihr euch wundert, warum ich das Wasser einfach aus dem Wasserhahn genommen habe, ich habe hier im Fahrzeug einen Trinkwasserfilter. Das heißt, es kommt auch in Trinkwasserqualität das Wasser hier an. Deswegen kann ich das benutzen. Ist übrigens ganz interessant und ganz komisch irgendwie. Ich habe euch doch in den Reisevlogs aus Spanien immer gesagt, dass ich da so viel an der Küste entlang gefahren bin. Also Autobahn habe ich immer versucht zu vermeiden, wo es ging. Und dann fährst du natürlich auch entsprechend langsam, willst dann auch was sehen. Also so ganz smooth, sage ich mal. Und irgendwie, das hat mich so insgesamt jetzt so ein bisschen runtergebracht. Weißt du, ist das so das richtige Wort, runtergebracht? Ja, also das hat mich so ein bisschen entschleunigt. Weil jetzt auf dem Weg durch Österreich, ich habe mir keine Vignette gekauft. Und wir fahren jetzt auch hier mal auf den alten vignettenfreien Bundesstraßen. Die 179, also die Fernpass-Bundesstraße, ist ja eh vignettenfrei. Aber jetzt auch weiter dann. Versuchen wir die Autobahn zu vermeiden. Irgendwie, auch heute die ganze Fahrt. Ich bin da so ganz gemütlich gefahren. Ich weiß nicht, ob das noch so der Nachhang von Spanien ist. Ich weiß es nicht. So, das wird jetzt auf jeden Fall eine wilde Strecke. Ja, Leute, was ihr jetzt hier so seht, das ist, wie sagt man da, Outback. Also, ich habe doch eben gerade noch erzählt, dass mir dieses Mal die Bundesstraßen, kleinen Sträßchen auf jeden Fall mautfrei fahren wollen. Ich bin natürlich jetzt schon schwer gelobt worden, weil was ich vorhin bei meiner ersten Routenführung über das eingebaute Navi nämlich tatsächlich nicht gemacht hatte. Ich habe da nur Mautstraßen quasi ausgeschaltet. Aber hier in Österreich hat zumindest jetzt mein fest eingebautes Navi, wollte mich dann trotzdem irgendwann auf die Autobahn, auf die A12 lotsen. Weiß nicht, ob das dann einen Unterschied macht zwischen Mautstraßen und Autobahnen. Ne? Autobahn vignettenpflichtig, also irgendwie hat er das verstanden. Lange Rede, ich habe dann die Autobahn auch noch ausgeschaltet und dann kam mein Navi gar nicht mehr zurecht, das fest eingebaute. Wollte uns da lotsen durch einen Tunnel, den gab es schon gar nicht mehr. Und wir haben jetzt, guck mal, film mal gerade bitte hier vorne hin. Wir haben jetzt hier, also das Fahrzeugnavi, das läuft jetzt nur noch so mit, ohne Routenführung. Aber wir machen es jetzt über Google, weil ich glaube, Google ist letztendlich da natürlich viel, viel aktueller. Weil, weißt du noch, wie der Tunnel hieß? Lärchentunnel oder irgendwie sowas. Den konnten wir halt von der Seite, von der Bundesstraße nicht einfahren. Und das ist dann immer wieder so dieses Thema mit diesen fest eingebauten Navi und mit dem Kantmaterial. So, aber jetzt fahren wir auf jeden Fall eine sehr wilde Strecke. Also ich bin von meiner Kamerafrau schon schwer gelobt worden für meine Routenvorbereitung. Aber da kommt, jetzt kannst du wieder vorne rausfilmen. Also mir macht das ja Spaß. Ich bin das ja von Spanien, da bin ich ja auch wirklich ganz kleine Dinger gefahren. Kannst du natürlich mit dem Kastenwagen auch. Mir macht das ja Spaß. Aber hier, es ist kein Auto hier sonst unterwegs. Es kam auch noch keiner bis jetzt uns entgegen. Ich bin mal gespannt. So, jetzt sind wir auf jeden Fall gerade auf einer Landesstraße unterwegs. Ist nicht mal eine Bundesstraße. Und wie ihr hier seht, so am Rand, Schnee nimmt langsam zu. Wahrscheinlich ist jetzt vorne gleich irgendwo ein Schild Schneekettenpflicht. Da kann ich wieder zurückfahren. Leute, wie gesagt, bitte jetzt keine bösen Kommentare.
Ich mache das gern. Ich finde es jetzt wirklich auch lustig, das Ganze. Nach 300 Metern nach rechts abbiegen, um auf Pilser Landesstraße zu bleiben. So, ich habe kurz das Navi ausreden lassen. Also ich finde es lustig. Mir macht es, ernsthaft jetzt, mir macht es tatsächlich auch Spaß. Weil für mich ist es irgendwo immer so ein bisschen Abenteuer halt, hier so Camping und mit dem Freizeitfahrzeug rumzufahren. Ich glaube, wir brauchen uns unterm Strich keine Gedanken. Um auf Pilser Landesstraße zu bleiben. Ah, Pilser Landesstraße. Wir brauchen uns nicht drüber zu unterhalten, ob das unterm Strich, aber das war ja nicht das Ziel, aber ich sag's jetzt nur. Warte mal ganz kurz, jetzt muss ich mal kurz lesen. Ausgenommen Omnibusse, Land und Fahrt. Also gut, ist ja nur für 7,5, ne, was da steht, ja. So. Weil, achso, das wollte ich jetzt gerade sagen, Entschuldigung. Wir brauchen uns nicht drüber zu unterhalten, wenn ich jetzt natürlich hier über diese Sträßchen hier gondel, quer über die Berge, also vom Spritverbrauch und was weiß ich, da hätte ich natürlich auch eine Vignette kaufen können, aber nochmal. Das war auch nicht das Ziel gewesen, da jetzt diese Vignettengebühr zu sparen. Guck mal, jetzt geht's wieder runter. Schön, ne? Ich glaube, jetzt muss ich gleich mal den Bergabfahrassistent einschalten. Aber ist schon traumhaft hier. So, guck mal, jetzt kannst du mal hier rechts runter. Guck mal. Ist das geil hier oben, oder? Auf 4 Kilometer folgen. Schon schön, so die letzten Spitzen da hinten sind noch in der Sonne, ne, von den Bergen. Wahnsinn. So Leute, ich hoffe, dass man es jetzt noch sehen kann. Also hier ist Italien Grenze. Wir haben es also, und das wollte ich jetzt bloß auf das Video noch bringen, wir haben es also tatsächlich gepackt. Stehe jetzt hier im Scheinwerferlicht, weil es mittlerweile 21 Uhr. Aber wir überqueren, wie vorhin angekündigt, noch die Grenze nach Italien. Und dann würde ich sagen, lassen wir es heute. Es war eine sehr interessante Fahrt gewesen. Wirklich super, super spannend. Und schön, dass ihr mit dabei wart. Wir melden uns dann im nächsten Video, ja, wenn wir irgendwo ja, wahrscheinlich einen schönen Stellplatz gefunden haben oder Campingplatz. Alles klar, dann danke fürs Dabeisein, macht's gut, habe die Ehre, ciao.